machen heute Zirkus. Und ihr sollt erstmal alle Zirkusdisziplinen kennenlernen. Wisst ihr, was eine Zirkusdisziplin ist? Ja! Zirkusaufgaben! Genau. Eine Kugel, auf die man sich draufstellt und läuft. Erklärt sich von selbst. Eine Laufkugel. Ich fall dann immer auf die Nase. Na, dann wirst du das lernen, deswegen bist du ja bei uns, ja? Ich bin der Michael, einer von zwei Zirkustrainern hier bei dem Ferienprojekt. Und wir machen das Zirkusprojekte mit Kindern jetzt schon seit mehreren Jahren. Und uns liegt es immer sehr am Herzen und wir legen immer sehr viel Wert darauf, dass die Kinder das zeigen, was sie können. Und das machen, woran sie Spaß haben. Uns geht es nicht um Höchstleistungen, sondern um die höchste Leistung von jedem einzelnen Kind. Anfang, alle die Hände hoch. Hört ihr, geben uns. Und wir werfen den Ball immer von unten zum Gegenüber. Und wir gucken die Person an, die wir zu. Verschiedene Zirkusdisziplinen, die Laufkugel, natürlich Jonglage mit Bällen, mit Tüchern, mit Diabolos. Wir machen Zauberei, mal mehr, mal weniger schwierige Kunststücke. Heute gibt es Kartoffeln, Kartoffeln, ne? Und mit Zicknagel. Ja, guten Appetit. Lecker, Kinder. Ganz easy hier, locker auf locker. Nico, du bist jetzt schon die eine oder andere Runde auf dem Gefährt durchgefahren. Mhm. Wie war das jetzt für dich? Eigentlich ganz cool. Ganz cool? Fandest du das schwer oder einfach? Wie fandest du das? Es war leicht. Echt? Es war einfach. Gib Kokette mit der Frikadelle. Guten Appetit. Lecker. Nicht über den Kopf, Max. Alles um den grünen Bereich. Jawollo. Gut. Gut. Aber auch ein bisschen Anfang nicht so. Echt? Warum? Weil das mal ein bisschen wehtut in den Kopf. Aha. Und dann traut man sich nicht so, okay. Wenn man das schon lange nicht mehr gemacht hat. Ich habe das schon mal gemacht, dann war ich doch aber noch ein bisschen jünger als 7. Max, sag nur einmal, du kannst Max? Das. Max? Doch,
Sag noch einmal, du kannst das nicht, mein Freund, ey. Ja, also, hallo? Und wo ist der Unterschied zwischen rückwärts und vorwärts? Gleiche Bewegung. Am Anfang unserer Zirkuswoche ist es immer so, dass die Kinder alles erstmal ausprobieren dürfen, es erstmal kennenlernen und auch merken irgendwie, ah, bei Teller drehen, das macht mir riesigen Spaß oder auch, das macht mir gar nicht so viel Spaß, mir macht mehr Spaß auf der Laufkugel das Trainieren und das sollen sie dann auch in der Woche über machen. Deswegen haben die Kinder immer freie Wahl und große Möglichkeiten, sich einfach für das zu entscheiden, was ihnen am meisten liegt. Wir drängen niemanden irgendwo rein und wir versuchen nicht irgendeinen Anspruch, den wir haben, auf die Kinder zu übertragen und zu verwirklichen. Uns ist wichtig, dass wirklich am Ende viel Spaß bei der Sache ist, dass jedes Kind etwas mit nach Hause nimmt, wo es sagt, das habe ich gelernt, das konnte ich vorher nicht, jetzt kann ich es. Und das Allerschönste ist für uns, wenn sie sagen, kommt ihr nächstes Jahr wieder. Happy Birthday, lieber Max! Happy Birthday to you! Alles, alles, alles Liebe nur für dich. Guten Appetit weiterhin. Dankeschön. Heute gibt es Nudeln und Gemüse. Lecker. Und wie schmeckt das Essen? Und wie hat dir das Essen geschmeckt? Super. Danke. Yoga Essen. Yoga Essen. Und wie schmeckt dir dieses Essen? Gut, außer das Brötchen. Aha, aber die Nudeln? Nur einen ganz kleinen Bissen. Okay, und die Nudeln? Gut. Halt nur das Gemüse nicht. Danke. Sehr lecker. Ja, das war nicht. Ich weiß nicht. Wer weiß das? Du heißt Maike. Ja, super gemerkt. Genau, ich bin Maike. Aber euren Namen kenne ich noch nicht. Und da habe ich mir ein Spiel überlegt, damit ich weiß, wie ihr heißt und wie es euch geht, machen wir das jetzt so. Also ich fange jetzt mal an. Ich heiße Maike und mir geht es heute so. Ich heiße Maike. Mir geht es heute gut. Und du hast das schon super gemacht. Wie heißt du? Ich heiße Emilius. Emilius? Ja, ich habe mich total auf das Projekt hier gefreut, weil ich ja einfach so lange auch nicht mehr wirklich Zirkus machen durfte wegen Corona. Und ja, es war einfach, auch die Mitarbeiterschulung alleine schon hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe mich einfach total gefreut und erlebe es jetzt auch als eine ganz bunte, vielleicht teilweise auch chaotische, aber schön chaotische Gruppe hier, sowohl bei den Kindern auch als bei den Mitarbeitenden. Ja, es macht einfach richtig Spaß und ja, es gibt viele Talente hier zu entdecken und tolle Überraschungen auch, ja, was die Kinder alles so können und ja, und super schnell lernen. Also wenn man am zweiten Tag schon fast alleine Einrad fahren kann oder alleine auf der Laufkugel laufen kann, also das ist schon richtig, richtig klasse. Ja, mir macht es einfach total viel Spaß und ich freue mich total auf die Aufführung und ja, auf das, was wir dann gemeinsam präsentieren können. Eine ganz, ganz bunte, wahrscheinlich so 1,5 Stunden, die richtig Spaß machen werden. Als, ich glaube nicht mehr als 6. Doch, ich meine, wir waren 7. Wir hatten noch den Justus, den Adam. Den Adam würde ich. Den Dennis. Adam und Dennis würden in den Anfang gehen. Wie steppt ihr, ne? Mit Kartoffelpulli, lecker. Wie auch noch ein? Ja. Ah, super ein, ja? Schmeckt das? Ja. Zwei davon spielen in der NBA. Wie schmeckt dir das Mittagessen? Und dir? Sehr gut. Thank you.
Hi. Okay, also wir haben jetzt ungefähr die Mitte der Woche, genau, und ich habe mich mega auf Zirkus gefreut, weil wir es schon ganz lange nicht mehr gemacht haben und meine Erwartungen haben sich auch richtig erfüllt. Und heute war mein ganz besonderer Tag, weil heute haben wir richtig was mit Farbe gemacht. Und zwar für Freitag für die Vorführung, genau, wenn die Eltern auch kommen, damit es alles schön bunt ist, wie Zirkus halt ist, genau. Und ich freue mich mega auf Freitag. Gemeinsam. Der Zirkus heißt Ratzefatze und immer wenn ich das so zwischendurch einwerfe, hier im Zirkus Ratzefatze! Super, so machen wir das. Und da geht es uns eben wirklich auch um Begegnungen und so ein bisschen ja, kennenlernen, wie bunt und vielfältig die Welt ist und, und andere Menschen sind und da dann eben gemeinsam ja, Gaben entdecken und Freundschaften schließen und gucken einfach, ja, was steckt so in uns und was schaffen wir gemeinsam. Ich glaube, dieses Zirkusprojekt ist immer eine coole Angelegenheit für alle Kinder, um herauszufinden, was sie selber können, aber noch nicht wussten, dass sie es können. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir in dieser Zirkuswoche unheimlich viele neue Talente bei den Kindern sich selbst entdecken lassen und bin voller Zuversicht auf die Aufführung, die wir dann am Freitag hier mit Eltern und vielleicht Omas und Opas vorstellen können. Und weiter geht es hier im Zirkus. Ratzefatze! Kann man mal gucken, wie die Leute so aufpassen. Ne? Werden sie auch wieder wach, wunderbar. Es geht weiter mit diesem Gerät. Ihr ein Rieseneierbecher? Nein. Nein? Ein Trinkkelch vielleicht? Nein. Auch nicht. Ein Hut? Nein. Nein? Ah, jetzt weiß ich. Das wär's auch, ne? Ja, mit den Händen. Ein Pokal? Nein. Nein? Aber was ist dann? Also, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, mit einer wertschätzenden Haltung den Kindern und dem Team zu begegnen und so zu arbeiten, dass
jeder einen Platz findet in dem Projekt, wo er sich wohlfühlt und ja, das, was so in ihm steckt, entdecken und ausleben und auch ja, wirklich dann präsentieren kann, wenn die Aufführung dann stattfindet, mit Stolz das zeigen kann und ja, da wirklich ja, so gestärkt rausgeht mit einem neuen Selbstwertgefühl auch. Ja! Geht doch! Okay! Hier habe ich eine Münze und ein Glas. Jetzt lasse ich diese Münze verschwinden. Ich packe das Tuch über das Glas, nehme das Glas in die Hand, packe es aufs Glas und die Münze ist weg. Jetzt kommt der Tom und der Tom kann das auch. Wir brauchen einen anderen Freiwilligen. Ja, weil jetzt sind schon zwei Stühle von Olivia kontaminiert. Nee, wir nehmen einen. Ja, bitte, der junge Mann aus der hintersten Reihe. Jürgen, Jürgen, alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Ist das dein Bruder? Ja? Jürgen, setz dich auf einen der drei Stühle, auf eins, zwei oder drei. Reise nach Jerusalem. Was für die Reise nach Jerusalem, genau. Ja, oh. Ich merke, du machst das nicht zum ersten Mal, ne? Wenn du fertig bist, steh auf. Du, wir haben Zeit bis 18 Uhr. Ja, 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 ja. Okay. Kannst jetzt kommen? Tom. 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 Hi, Tom. Ich will dich nicht beeinflussen. Hier ist der Jürgen. Der Jürgen hat seine Duftstoffe abgegeben. Jetzt brauchst du gar nicht riechen, weil bei Jürgen weißt du schon so, ne? Dann riech mal. Fang mal bei eins an. Der ist es. Eindeutig! Nummer 3! Jürgen! Das hat nur gut gemacht! Nede! Tom! Tom! Komm, der Jürgen will dir High Five geben! Ihr habt die Familie! Das sind Nede und Tom, die Zaubernasen! Ja, das Marcel Kallhaus ist gestartet mit dem Projekt Zirkus und ich bin schon ganz gespannt, was die Kinder sich für einen Zirkusname überlegen, weil das ganze Projekt muss ja auch einen Namen bekommen. Meine Erwartungen bis jetzt sind weitaus übertroffen. Es haben alle total viel Spaß, machen mit und der eine oder andere wächst sogar über sein eigenes Vermögen darüber hinaus. Und ich hoffe, dass das bis am Freitag zur Aufführung in unserem Zirkusprojekt auch noch so anhält und wir eine super tolle Vorstellung haben. Einen ganz großen Applaus für die Poi-Gruppe!
glauben. Aber wir haben noch mehr Zauberer. Es geht schon wieder weiter mit Zauberern. Unglaublich, ne? Also das habe ich auch vorher noch nie erlebt in einem Zirkus. Deswegen einen großen Applaus für die Zauberer. Zauberer können nicht nur etwas durchsägen, etwas auf Schindlersnitterschein, oder hypnotisieren und schnüffeln. Nein, sie können auch Gedanken lesen. Und Alina, das hat sich auch herausgestellt in der Woche, ist eine super Gedankenleserin, die wusste Dinge von mir. Habe ich gar nicht erzählt, das war mir ein bisschen unangenehm. Ich wollte schon immer nur mit so einem Aluhelm rumlaufen, aber das hat auch nichts genutzt. Alina kann wirklich super Gedanken lesen. Und ich habe hier für Alina jetzt ein Experiment vorbereitet. Ich habe hier 9 verschiedene Farbblätter angepinnt und möchte gleich einen Zuschauer oder Zuschauerin bitten, sich eine Farbe auszusuchen. Das soll die Alina natürlich nicht sehen und nicht hören und nicht mitbekommen. Und sie wird dann die Gedanken der Zuschauer oder des Zuschauers lesen und wissen, welches. Julina, nicht du schon wieder. Bei der Generalprobe 7-mal, das geht nicht so. Na, wir nehmen jetzt mal jemand Neues. Ja, du kennst ihre Gedanken schon, ist auch vielleicht ein bisschen langweilig. Du gehst bitte hinter die Stellwand, die Maike passt wieder auf. Setz die Brille auf, die mit den schwarzen Gläsern, Kopfhörer auf, darf nichts hören. Ich möchte jetzt einen freiwilligen. Ja, kommst du? Super, kommst du? Wir sagen gar nichts, also du sagst gar nichts, ja? Kommst mal hier hin, ganz kurz. Verrat mir kurz deinen Namen. Lilly. Ah, das ist die Lilly. Noch ganz ruhig. Ja, sehr mutig. Aber wir bleiben in der Konzentration. Lilly, ist da deine Lieblingsfarbe mit dabei? Zeig mal. Okay. Das ja, hat sie sich jetzt ausgesucht. Und jetzt wird die Alina herausfinden, was du denkst oder was du für eine Farbe hast. Bleib bei mir auf der rechten Seite stehen. Alina. Ah, da bist du schon. Alina, das ist Lilly. Lilly hat sich eine Farbe ausgesucht. Schaue bitte tief in die Augen. Lilly, tu mir einen Gefallen, denk nicht an deine Farbe. Denk an was anderes, ja? Mach es hier schwer. Alina? Ja, du hast, ja, wirklich? Ja? Okay. Du hast auch wirklich nicht an deine Farbe gedacht? Prima. Dann überleg mal. Hat sie sich diese Farbe ausgesucht? Hat sie sich diese Farbe ausgesucht? Diese Farbe? Diese Farbe? Diese Farbe? Diese Farbe. Ja? Oh. Ja! Das war die Farbe! Sehr gut! Lilly! Ah, aber sie hat sie wirklich schwer gemacht, oder? Hm? Ach so. Ah, ich höre gerade, das wusste ich nicht, das ist ihre Schwester. Das ist jetzt ein bisschen. Ihr habt euch doch abgesprochen, oder? Lilly, hast du dich mit deiner Schwester abgesprochen? Ich glaube dir, aber ich glaube, die sind ganz schön misstrauisch. Wir versuchen es noch einmal. Ja, Alina, jetzt suchen wir mal jemanden raus, den du nicht kennst. Wer kennt Alina? Du kennst Alina nicht? Wie heißt Alina mit Nachnamen? Prima, komm. Ja, man muss sowas erfüllen. Lilly, du darfst dich wieder hinsetzen. Danke für deine Zeit. Wie ist denn dein Name? Tanja. Tanja, hallo Tanja. Ist auch eine Farbe für dich so dabei? Ja. Zeig mal bitte. Ah, okay. Ah, damit nochmal alle sehen. Ja, dann, Tanja, ne? Ich bin im Namen schwach. Tanja, bleib bitte hier rechts stehen. Alina, kommst du bitte? Alina, das ist Tanja. Ja? Tanja hat Sicherheitsglas aufgesetzt, damit du nicht so leicht in ihre Gedanken eindringen kannst. Versuch es trotzdem. Wenn du es hast, gib ein Zeichen. Ja? Okay. Gut, hat die Tanja an diese Farbe gedacht? Nein. An diese Farbe? Nein. An diese Farbe? Ja. Chapeau! Chapeau, Tanja! Ja, also bis jetzt hatten wir schon richtig viel Spaß. Wir haben schon ordentlich geübt und geprobt. Die Kinder sind super motiviert. Es macht richtig, richtig Spaß. Und ich hoffe natürlich für die Woche, dass wir eine richtig tolle Aufführung hinbekommen für die Eltern, dass sie sehen, was ihre Kinder alles geschafft haben und dass wir alle noch mehr Spaß haben werden und zu einer richtig tollen Zirkusfamilie zusammenwachsen. Flying Bananas. Kommt schon her. Komm her. Flying Bananas. Oh.
Hände um das Kinn. Hände um das Kinn. Ja. Also bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass es den Kindern super viel Spaß macht. Wir haben einige dabei, die muss man einfach als Naturtalente bezeichnen. Die machen das von Anfang an super. Einige dabei, die können es natürlich noch nicht, aber die lernen auch super schnell dazu. Und ich freue mich schon super auf das Projekt. Ich freue mich ganz besonders auf die super tolle Zirkusshow, die am Ende der Woche stattfindet, weil die Kinder ganz tolle und vielfältige Sachen hier lernen und sich ausprobieren können, experimentieren können. Also ich bin ganz gespannt und denke, dass es ein super großer Erfolg wird. Zirkusleute, das Zirkus-Konfetti war das, was uns diese ganze Woche begleitet, unterstützt und vielleicht sogar vorgebildet hat, wo wir vorher nicht so gebildet waren. Das ist einmal die Maike, nochmal ein Applaus für die Maike. Und die andere Seite ist natürlich der Michael. Ja, und das Ganze war natürlich nur möglich, dass die VHS, die Frau Heine, Jenny! Damit wir überhaupt ein Zirkusprojekt durchführen können. Wir bedanken uns auch ganz, ganz lieb an den Kooperationspartner und hoffen, dass wir nochmal die Chance haben, zusammen ein Projekt durchzuführen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, ich will noch dass mal das hier die letzte Veranstaltung in diesem, auf dem Gelände nicht, aber das neue Gebäude sehen Sie ja schon, steht da vorne. Und es gibt auch demnächst, hoffe ich, für jeden Einladung, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse bei uns gelassen haben, versuchen wir natürlich, weil wir die Kinder gerne von dem alten Gebäude mit ins neue Gebäude nehmen möchten. Das wird am 19.09. sein. Keiner weiß so genau, was Corona so sagt, wie viele Menschen daran teilnehmen dürfen oder nicht. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir Sie dann gerne anschreiben und Ihnen per Mail eine Einladung zukommen lassen, um an diesem gemeinschaftlichen Fest dann eben halt, wo das Gebäude auch eingeweiht wird, dann teilhaben zu dürfen. Danach gibt es wieder Ferienprogramme in einer anderen Geländeform vielleicht, aber dieses Ferienprogramm haben, glaube ich, das ganze Team, wo ich mir nochmal für bedanken möchte, die alle auch von Marcel Kallohaus mitgenommen, mitgeholfen haben. Genau. Und dass wir das spätestens in den Herbstferien wieder so hinbekommen, dass wir dann das nächste Herbstferienprogramm auch wieder durchführen können. Vielen, vielen Dank für Ihr Besuch und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn Sie jetzt noch Lust haben, ein Stückchen Kuchen zu essen, ist es so, dass wir da vorne ein Stückchen Kuchen für Sie haben. Und die Familie Aufenberg hat uns dann auch noch Wasser jetzt gespendet. Das würden wir den Kindern, die haben eine Wahl. Bitte?
Und jedes Kind bekommt natürlich einen Stick von den ganzen Fotos, die wir gemacht haben. Der Andreas Dornin, der uns jetzt nicht mit seinem weißen T-Shirt begleitet hat, sondern in dem schwarzen, der hat diese ganzen USB-Stick pro Familie einen Stick, damit auch jeder weiß, was wir so in der Woche gemacht haben. Ja, habe ich jetzt noch was vergessen, Claudia? Möchtest du noch was sagen, Claudia? Nein. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Kuh, jetzt einen schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Ich habe fertig. Sehr gut. Lieber Max, mit deinen 7 Jahren, sag mir mal, wie fandest du den Tag bis jetzt? Gut. Ich fand den Tag bis jetzt schon gut. Gibt es bestimmte Sachen, die du besonders gut fandst oder weniger gut? Also Seilspringen fand ich richtig gut. Fand ich auch gut und Poi auch. Nur bei dem Poi tut man sich manchmal hier oder so im Kopf oder in den Beinen, habe ich schon einen blauen Fleck, tut man sich manchmal weh. Und da muss man nämlich auch richtig aufpassen, wegen das tut richtig weh, ich will, wegen das wollt ihr nicht, dass es euch weh tut. Deswegen passt besser auf. Und bei den Seilspringen war gut. Gut, letzte Frage, wie fandest du das Wetter heute? Auch gut. Die Sonne scheint, kein Regen mehr. Wegen die letzten Tage hat es nur geregnet. Vielen Dank.